So, Jasmine Smith, Camilla Grönberg, Anna Owens, Maya Hood und Andrea Andelova mit der Nummer 8 beginnen bei den ChemCats. So, Lindsay Sherbert mit der 32 sehe ich da bei den Gästen. Lena Pradaric mit der 13, mit der 15, Cyril Rekura, die 7, Lauren Ingeln und Alina Hartmann mit der 14. So, die Gäste mit dem ersten Ballbesitz. So, noch 3 Sekunden und der Ballgewinn von Camilla Grönberg, die den Ball schön weiterleitet an Maya Hood. Die gibt ab auf Andrea Andelova und das sind die ersten Punkte. Oh, der verspringt ihr. Das war ein einfach. Oh ja, das sah sehr nach Schrittfehler aus. Abgepfiffen. Nochmal auf die Situation davor. Hat sie eigentlich den 1-0-Korbleger, aber der entscheidet sich fürs Rausfallen. Und dann ging es zu schnell nach vorn. Deswegen der Schrittfehler und damit Einwurf für die Gäste. Gut gearbeitet gegen Lindsay Sherbert hier. Jasmine Smith verlegt, geht nach, aber geht sofort wieder nach vorn. Und auch der Korbleger will nicht fallen. Die Gäste bleiben aber im Ballbesitz. Schöner Wurf aus der Drehung. Nothing but net. Lauren Ingeln stellt auf 2-2. So, das war das erste Foul. Einwurf Baseline. Camilla Grönberg kriegt den Ball, waren keine 3, waren nur ein 2er, aber geht weit vorbei. Ingeln geht zum Korb und wird gefoult von Maya Hood. Nein, von Jasmine Smith. Erster Wechsel, Grönberg geht und die andere Finnin kommt, Vera Pirtinen. Es gibt 2 Freiwürfe. Der erste passt. Und der zweite nur an den Ring. Jasmine Smith mit dem Rebound.
Meyerhut mit dem Dreier. 5 zu 3 der neue Spielstand. Und er wird gut gepresst. Aber der Ball auch schön weitergeleitet. Lena Predaric. Die nächsten Punkte zum 5 zu 5. Andelova geht zum Korb. Und er fällt. 7 zu 5. Schnelles Spiel. Viele Punkte. Dafür, dass 3 Minuten gespielt sind. Und auch der ist drin. Von Lauren Ingeln. Macht einen sehr guten Eindruck auf mich in den ersten Minuten. Pirtinen mit dem Lobanspiel auf Meyerhut, die verlegt aber. Und den Rebound können die Gäste nicht kontrollieren. Deswegen bleiben die Chemcats im Ballbesitz. Einwurf Baseline. Jasmine Smith. Und dann im... Nein, auch nicht. Nicht mal im Nachfassen. Aber sie holt sich wieder den Rebound. Es waren jetzt 2 Offensiv-Rebounds von ihr. Wilder Wurf von Anna Owens. Aber er ist drin. Die erneute Führung. Rebound wieder von Jasmine Smith. Ja, der geht vorbei. Lena Predaric mit dem Rebound. Sehr gut aufgepasst. Ballgewinn. Pirtinen, der flog beinahe ins Aus. Andelova geht zum Korb, aber der verspringt. Und Lauren Ingeln mit dem Rebound. Hohes Tempo von beiden Mannschaften. Beide eigentlich mit einer kurzen Rotation. Weiß nicht, wem da die Kräfte eher schwinden, ob die so das Tempo durchhalten, was jetzt hier an den Tag gelegt wird. Lucille Parosch kommt. Verschnaufpause. Und auch Klara Bjakova. Den Gästen neu auf dem Feld mit der Nummer 40, Destiny Young. Das war ein Dreier und der fällt zum 9 zu 10 für die Gäste. Lena Predaric, ja, die darf man nicht freistehen lassen. Pirtinen ebenso wenig. Offener Dreier, 12 zu 10. Den verlegt sie aber ganz schön weit, Destiny Young. Schlechter Pass von Priyakova. Einfacher 1-0-Korbleger für Alina Hartmann mit der 14. Ausgleich 12 zu 12. Erste Auszeit. Genommen von Amanda Davidson.
noch 9 Sekunden. So langsam muss was passieren. Anna Owens am Ball. Mit dem langen Jumper Meyerhut mit dem Offensiv-Rebound. Verlegt aber ebenfalls den Korbleger und dann der Rebound bei den Gästen. Foul gepfiffen gegen Klara Prischakova. Ihr erstes. Maya Hood geht auf die Bank und Jasmine Smith kommt wieder. Gutes Zuspiel. Einfache Punkte für Destiny Young. Andelova kommt, während Pirtinen geht. Noch 3 Sekunden auf der Uhr, jetzt muss sie werfen. Ball war nicht am Ring, also Spielzeit abgelaufen. Ballbesitz für die Cats, für die Chemcats. Andelova bringt den Ball. Schön gerettet. Andelova mit dem Dreier. Und der Offensiv-Rebound und die Punkte von Klara Prischakova. 14-14. Noch 2 Minuten im ersten Viertel. Und er ist drin von Lindsay Sherbert. Und end one. Anna Owens bedient hier Klara Prischakova. Die kann vollstrecken, wird dabei noch gefoult. Bekommt die Möglichkeit zum 3-Punkt-Spiel. Das Foul ging an Destiny Young. Auch ihr erstes persönliches. Freiwurf sitzt ebenfalls. Ausgleich 17-17, noch 1,5 Minuten. Fuß auf der Linie, deswegen zählt er nur 2. Aber Bad Aibling legt wieder vor. Lucille Perroche. Einer uns. Weiter Dreier. Nicht drin. Da war die Uhr abgelaufen, den Wurf musste sie nehmen. Anna Owens.
Rebound von Anna Owens. Auch ein schöner Pass von Prischakova auf Jasmine Smith. So, da kriegt sie noch die Freiwürfe. Das Foul geht gegen Lucille Perroche mit der Nummer 11. Prischakova wird nochmal ausgewechselt. Maya Hood kommt dafür und Lucille Perroche geht ebenfalls auf die Bank. Dafür kommt Camilla Grönberg wieder. Noch 2,6 Sekunden Restspielzeit in diesem Viertel. Aber erstmal hier die Freiwürfe von Lindsay Sherbert. Erster war drin, zweiter verspringt. Jasmine Smith hat nicht mehr viel Zeit. Das Viertel ist rum. Knapper Vorsprung für die Gäste, 20 zu 19. So, zweites Viertel. Chemnitz beginnen wie im ersten Viertel. Andalova geht zum Korb, aber Sprungballentscheidung. Ballbesitz für Bad Aibling. Der 14, Alina Hartmann. Camilla Grönberg kann den Rebound hier festhalten. Und das ist offensiv von Jasmine Smith, ja. Hat sie zu sehr geschoben. Nimmt Lena Pradaric natürlich dankend an. Verkauft das auch gut. Thank you.
Ja, Foul von Meyer-Hood, ihr zweites. Ansonsten wäre das ein einfacher Korbleger geworden. Jasmine Smith geht auf die Bank. Prischakova kommt zurück. Und Timeout. Oder doch nicht? War das ein Missverständnis? Ja, kann passieren. Es geht weiter mit Eisenwurf Baseline. So, und die 5 Sekunden sind rum, die man Zeit hat für den Einwurf. Da fand Lena Bradaric keinen für den Einwurf. Weiter geht's. Andelova bringt den Ball. Und bedient hier Prischakova. Sprungballentscheidung diesmal für die Chemcats. Na uns mit den Punkten zur Führung 21-20. Langer Jumper, aber der passt. Destiny Young. Drei-Punkt-Versuch. Springt wieder raus, schade. Rebound bei Cyrielle Rigoura. Und da war die Nummer 13 hier im Aus. Deswegen Ballbesitz für die Chemcats. Wechsel, Prischakova geht auf die Bank und wir sehen zum ersten Mal Elea Gaba. Und auch Destiny Young geht auf die Bank und Lindsay Sherbert ist zurück. Und Lauren Ingeln war vor uns auch noch nicht auf dem Feld. Aber Sherbert war, glaube ich, auf dem Feld. Ja. Andelova geht zum Korb. Wieder nicht erfolgreich abgeschlossen. Na, den Rebound, den muss man hier holen. Ingeln geht vorbei an Camilla Grönberg. Und bekommt ihr erstes Foul angehängt. 3-0 Teamfouls. Gestern noch gar keins. Rebound von Andelova. Einer uns. Jawohl. Da kommt sie nicht vorbei. Harter Pfiff in meinen Augen, weil da schiebt sie nicht, wie es der Schiri anzeigt, sondern ist einfach nur gut verteidigt. Vera Pirtinen kommt, weil das war jetzt auch das zweite persönliche von Camilla Grönberg. Ist die Anzeigetafel ausgefallen.
Sie sehen es nicht mit auf dem Schirm. Ich darf hier aus der Technikkanzel. Deswegen hat der Schiedsrichter jetzt das Spiel unterbrochen. Ich hoffe, das kriegt man jetzt schnell wieder in den Griff. So, die 24 Sekunden ist aus, als auch die Anzeigetafel. Kurze unfreiwillige Verschnaufpause jetzt. Hoffentlich hat das jetzt schnell wieder neu gestartet. Hat natürlich mit Hochdruck dran gearbeitet. Ja, und da sind wir wieder. Hat es doch nicht so lange gedauert. Da fällt sie hin und was macht sie? Wird irgendwie den Ball noch los, aber da war dann auch die Shotglock abgelaufen. So, jetzt muss der Wurf kommen und Maya Hood für 2, 25 zu 22. So, wer hat den Rebound? Sprungball entschieden. Damit bleiben die Gäste im Ballbesitz. Und da kommt Destiny Young wieder. Dreier aus der Ecke zum Ausgleich 25 zu 25. Ja, Gaber bekommt den Ball. Kann aber keinen guten Wurf draus machen. Lea Gaba geht auf die Bank und Prischakova kommt zurück.
Und auch der passt. Damit die Führung 27-25 für Bad Aibling. Henna Ohns. Jawohl. Für den Ausgleich. Glück, dass sie dennoch loswerden mit Ablauf der Shotclock. Schade. Hätte durchaus fallen dürfen. Ah, Missverständnis. Ballverlust. Schrittfehler gepfiffen. Jetzt gibt es die Auszeit, genommen von Amanda Davidson. Und die Champions nehmen erneut eine Auszeit. Schauen wir kurz ins Scouting rein. 8 Punkte, Anastasia Owens, Topscorerin. Auf Seiten der ChemCats. Lindsay Sherbert mit 11. Bei den Gästen. 7 Punkte werden noch von Lauren Ingen eingestreut. 5 Punkte von Lena Pradaric. Und 4 von Destiny Young. Fünf Punkte von Klara Prischakova seitens der Gastgeberinnen. 4 Punkte Andrea Andelova. Auch Maya Hood mit 5 Punkten. Noch 4 Minuten zu spielen bis zur Halbzeit. Anna Ohns wird gefoult, bekommt 2 Freiwürfe beim Zug zum Korb. Das 2. Foul von Destiny Young. Die Gäste erst insgesamt mit 3 Fouls. Anna Ohns trifft den ersten und kann mit dem nächsten den Ausgleich herstellen. Jawohl. 29-29. Schade. Darf die kleine Cyril Ricoura nicht den Offensiv-Rebound bekommen? Hat man schlecht ausgeboxt. Das war gut gespielt. Destiny Young schneidet zum Korb, bekommt den Pass. Bis die Buckets. Thank you.
Meyerhut, jawohl, mit Foul. Und wenn ich das richtig gesehen habe, geht das gegen Destiny Young und es wäre ihr drittes. Und so ist es auch. Klar, da geht sie auf die Bank. Mit der 14 haben wir Alina Hartmann zurück. Und Maya Hood bekommt noch den Bonus-Freiwurf. Zu früh gestartet, schade. Diesen Wurf darf sie so niemals bekommen. Rekura mit den Punkten zur Führung. Enges Spiel bisher. Keine Mannschaft kann sich hier mehr als 2-3 Punkte absetzen. Pirtinen für 3. Nein, zu kurz. Hartmann geht zum Korb und ist aber über der Grundlinie im Aus. Andalova bekommt eine Pause und zurück auf Seiten der Chemcats Lucille Perroche. Schade. Schöner Block von Klara Prischakova. So, jetzt muss es schnell gehen. Oh, schade, dass der rausspringt. Und Offensivrebound von Maya Hood. Da war die Defense noch nicht wieder zurück. Und Alina Hartmann mit dem Dreier. 33, 36. Noch 1,20 bis zur Halbzeit. Offensiv gepfiffen, das sah nicht gut aus. Spielerin liegt noch auf dem Platz. Ich frage mich, was jetzt hier die Zuschauer auf dem Feld machen von Bad Aibling, die Gäste. Wir hatten auch vom Schiedsrichter wieder auf ihre Sitzplätze zurückgewiesen. Eigentlich unüblich, dass da Gästefans sofort aufspringen und das Parkett betreten. Auch wenn man natürlich, vollkommen verständlich, dass man der eigenen Spielerin helfen will, aber dafür gibt es Teamärzte und Physios, die hier die Spielerin erstmal vom Feld begleiten. Sie bekommen dann ein Taschentuch gereicht. Ich weiß nicht, es ging wieder auf die Nase von Lindsay Sherbert. So, die Entscheidung gegen Klara Prischakova als unsportliches Foul, gerade auch absolut nachvollziehbar, dass da der Ellenbogen ins Gesicht ging. Amanda Davidson kann den Pfiff nicht nachvollziehen. Klar, als
als großer Spieler hast du da immer die Gefahr, dass du in einem kleineren mit deinem Ellenbogen, wenn du einfach nur den Ball schützen willst, dann ins Gesicht triffst. Sei es drum. Es geht weiter mit Lisi Sugmann. Ist denn zwei Freiwürfe. Der erste fällt. Eibling jetzt mit einer sehr kleinen Aufstellung. Klar, Lindsay Schürz sitzt erstmal mit der Verletzung auf der Bank und Destiny Young mit drei Fouls. 5 Punkte jetzt das Polster. Und es gibt noch einen Wurf. Pirtinen mit dem Rebound hier nach dem erfolglosen Dreierversuch. Fünf Punkte der Rückstand. Jetzt muss man davon noch was abknapsen vor der Halbzeitpause. Jasmine Smith mit dem End One. Jawohl. Kropleger zählt. Und noch der Bonusfreiwurf. Das Foul geht gegen Cyril Rekura. Schade, den lässt sie liegen. Foul von Anna Owens. Und dadurch, dass wir bereits hier die Teamfoul-Grenze erreicht haben, gibt es logischerweise zwei Freiwürfe für Lauren Ingeln. Der erste passt. Auch der zweite erfolgreich, somit 35 zu 40. Und noch 20 Sekunden. Chemcats können ausspielen. Anna Owens nimmt den Wurf. Jasmine Smith mit dem Offensiv-Rebound und er ist drin. Und wir haben die Halbzeit 37 zu 40. Kleiner Rückstand, 3 Pünktchen. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Bis dann.
scheinbar doch nicht so viel Schlimmes passiert. Lena Pradaric, Cyril Ricoura. Jasmine Smith fliegt hier dem Rebound hinterher, kann ihn aber nicht ins Spielfeld befördern und deswegen im Aus ein Wurf für die Gäste. Lena Pradaric. Lauren Ingeln passt. Oh, Stil. Anna Owens geht über links, aber trifft nicht. Rebound Meyerhut. Andelova. Jasmine Smith. Wieder Meyerhut. Oh, schade. Pradaric nach dem Dreier, Rebound von Camilla Grönberg. Dreier von Grönberg und Offensiv-Rebound. Der neue Aufbau. Noch 7 Sekunden. Jetzt muss was kommen. Anna Owens trifft. 39 zu 40 und sofort die Auszeit von Coach Eaglehart. Zwei Minuten sind gespielt. Nur 2 Pünktchen. Bis jetzt, gerade eben durch Anna Owens. Gäste konnten noch gar nicht scoren. Weiter geht's. Chemcats unverändert. Gäste, soweit ich das sehe, auch. Das Foul müsste gegen Andelova gehen, die hier. Schiedsrichter beraten sich nochmal. Wem sie es geben, auch Maya Hood war da mit dran beteiligt, die so leicht von hinten drüber greift. Aber es geht gegen Andelova. Ihr erstes persönliches Foul. Lauren Ingeln mit dem Mitteldistanzwurf. Meyerhut. Oh. Meyerhut mit dem Rebound wird dabei gefoult von Alina Hartmann. Kommt dabei auch noch zu Foul, aber
Weiter geht's. So, Destiny Young kommt zurück. Für Lindsay Sherbert. Hätte ich nicht erwartet, dass ich sie schon so früh wieder auf dem Parkett sehe. Wie gesagt, schon mit 3 Fouls vorbelastet. Und da macht das Jasmine Smith sehr geschickt. Setzt ihren Körper da gut ein. Rebound Jasmine Smith nach dem vergebenen Korbleger von Destiny Young. Und wer hat den Rebound? Destiny Young hat ihn. Anna Owens mit ihrem zweiten persönlichen Foul. Und wieder ein vergebener Korbleger. Rebound von Jasmine Smith. Maya Hood für 3 rollt raus wieder. Schade. Und auch der Korb will nicht fallen. Die Gäste bislang noch ohne Punkt in der zweiten Hälfte. Die Chance jetzt etwas davon zu ziehen. Jasmine Smith geht zum Korb und der fällt. Destiny Young kann da auch nicht viel riskieren. Will dann nicht ihr 4. Foul haben, das frühe. Deswegen bleibt sie da, so gut es eben geht. Weg. Oh, der war zu offen. Glück gehabt. Andalova krallt sich den Rebound hier. Und ihr verspringt hier der Ball. Tut sich da auch weh, hält sich das Bein. Da steht sie wieder. Schade. Lucille Perroche für sie auf dem Spielfeld. Und Andalova erstmal mit der Pause. Schöner Stil. Maya Hood kriegt das Lob-Anspiel von Anna Owens. Und jetzt ist der Vorsprung 45-40. Dreier von Lauren Ingen zu kurz. Aber offensiv Rebound. Und der ist jetzt bei Anastasia Owens. Jawohl. Ballverlust von Anna Owens. Da wird sie astrein geblockt. Kein Foul, entscheidet der Schiedsrichter. Schöne Verteidigerposition von Camilla Grünberg, der da wirklich nur die Arme nach oben hat. Nicht irgendwie reingreift und sie foult. Ballbesitz für Chemcats. Und die Auszeit
Mittlerweile über 5 Minuten, keine Punkte für die Gäste aus Bad Aibling. Chemcats mit einem 8:0-Lauf im dritten Viertel. Weiter geht's, Einwurf, Baseline. Jasmine Smith passt wieder raus auf Anna Owens, aber der Dreier nicht drin. Dafür der Offensivrebound von Maya Hood. Und das war das vierte Foul von Destiny Young. Bleibt sie drauf oder wird sie ausgewechselt? Sie wird ausgewechselt. Alina Hartmann kommt mit der 14. Maya Hood geht zum Korb. Jawohl! 47:40. 7 Punkte mittlerweile. Der Vorsprung. Da zeigt sie an, sie ist gefoult worden. Wenn sie schwörbert. Aber so, das war jetzt zu viel Gemecker. Deswegen technisches Foul, ein Freiwurf für die Chemcats. Weiter anschließend geht es dann weiter unterm Korb mit Einwurf für die Gäste. Camilla Grönberg an der Freiwurflinie. Versenkt zum 48:40. So, diese Regeländerung, die ab diesem Jahr praktisch greift, haben noch nicht so viele verinnerlicht, dass es nach einem technischen Foul dann an der Stelle weitergeht, an dem es gepfiffen worden ist. Deswegen haben die Gäste jetzt praktisch noch ihre 30 Sekunden. Und da war die abgelaufen, die Spielzeit. 24 waren rum. So, Möglichkeit weiter davon zu ziehen. Andelova, schade. So, auch ihr zweites persönliches. Nachdem sie hier nochmal nachgreift, reingreift, hätte sie sich sparen können. Sei es drum. Camilla Grönberg auf der Bank.
Defense muss weiterhalten jetzt. Und das war Schrittfehler. Da geht sie erst hoch. Sieht aber die Gegenspielerin vor sich. Und fängt dann an mit Dribbeln. Schrittfehler. Diskutiert wieder mit dem Schiedsrichter. Perosch bringt den Ball. So, faul gepfiffen. Ich glaube, Maya Hood hat es gezogen. Ging gegen Alina Hartmann. Im Kampf um die bessere Position. Und am Korb. War das vierte Mannschaftsfoul. Danach geht es weiter mit Freiwürfen. Noch 2,5 Minuten. Und die Gäste, wie gesagt, immer noch ohne Punkterfolg. Viel geht jetzt über Jasmine Smith. Da verliert sie den Ball. Dreier aus der Ecke. Und der sitzt. Lena Pradaric. Scored. Für Bad Aibling. 48-43. Erster Korberfolg nach fast 8 Minuten in diesem Viertel. Und da erkämpft sich Lena Pradaric den Ballbesitz. Weil Andelova den Ball hier unglücklich verliert. Und Ingeln mit dem Wurf zu kurz. Entscheidung zugunsten der Gäste. Habe ich von hier oben anders gesehen, aber sei es drum. Diese Pfiff hat man nun mal in jedem Spiel. So, da rennen sie sich fest quasi. Und Alina Hartmann über links. Verkürzt auf 48-45. So schnell kann es gehen. Ist der schöne Vorsprung schon wieder weg. Fast. Jetzt muss man wieder ein Korberfolg her. Und Maya Hood wieder. Zieht sie das Foul? Müsste eigentlich Freiwürfe bekommen, ja, richtig. Schiedsrichterin hat erst Einwurf angezeigt. Korrigiert sich da auf 2 Würfe. Zweites Foul von Cyril Ricoura. Der hat ja einfach ein Mismatch. Ja, Ricoura ist da viel kleiner als Maya Hood. Und um sie vom Korb fernzuhalten, kostet sie das halt ein Foul. Erster Freiwurf hat gepasst. Ebenfalls erfolgreich der zweite. 50-45. Noch 1,5 Minuten. Von Ingeln geht zum Korb, aber nicht erfolgreich. Rebound war bei Maya Hood. Klara Priakova unterm Korb auf mustergültig angespielt von Maya Hood. 52-45. Letzte Minute läuft im dritten Viertel. So, da gibt sie nochmal einen Ellenbogen mit an Klara Prischakova beim Zug zum Korb, aber dafür ist der Korbleger auch nicht drin. So, Maya Hood wirft einfach über ihre Gegenspielerin, über Ricoura drüber. 54-45, jetzt ist der Abstand wieder auf 9 gestellt.
So, Ingeln mit dem Dreier, aber der geht nur an den Ring. Ingeln mit dem Schrittfehler, ja. So, noch 4,6 Sekunden verbleiben den Chemcats für vielleicht noch einen erfolgreichen Angriff, um dann vielleicht erstmals auch zweistellig in Führung zu gehen. Das wäre natürlich das Sahnehäubchen über dieses wundervolle dritte Viertel. Oh, der hätte gezählt! Der hätte gezählt, wenn sie ihn denn unterm Korb untergebracht hätte. Aber Prischakova verliert hier auch ein bisschen das Gleichgewicht. Stand da auch schlecht, schlechte Position. So, 54-45. Nur 5 Punkte auf Seiten der Gäste im dritten Viertel. 17 bei den Gastgeberinnen. So, Maya Hood hat sich so langsam als Topscorerin gemausert. Anastasia Owens mit 12. Jasmine Smith mit 10 Punkten, sehr aktiv. Top-Rebounderin mit 7. Maya Hood mit 17 Punkten und 6 Rebounds. Bei den Gästen nur Lindsay Sherbert mit 11 Punkten, zweistellig. Danach kommt Lauren Ingeln mit 9. Ist so ab zweiten Viertel ein bisschen abgetaucht, finde ich. Hat an der Anfangsphase gut gescored. Glaube ich, 7 Punkte oder so nach den ersten 5 Minuten. Jetzt steht sie bei 9. Auch keine gute Quote. 3 von 11, 27%. Rekura mit 1 von 6, 16%. So, schaffen die Chemcats jetzt diesen Vorsprung noch weiter auszubauen oder zumindest nicht kleiner werden zu lassen? Das wäre extrem wichtig. So, Destiny Young beginnt auch im vierten Viertel. Lauren Ingeln, Lena Pradaric, Lindsay Sherbert und Alina Hartmann. So, gut verteidigt von Vera Pirtinen, der Finnin. Dreier über Klara Prischakova, aber auch weit über den Korb. Shotclock war abgelaufen. Ballbesitz für die Chemcats. So, Mädels, stellt jetzt auf 10 Punkte Vorsprung. Oder mehr. Los geht's. Prischakova. Jawohl. Destiny Young lässt die Hände weg hier, macht sie richtig, will nicht das fünfte Foul kassieren. Vorsprung bei 11. Block von Klara Prischakova. Und wo ist der Ball? Sprungballentscheidung zugunsten der Chemcats. Schön gekämpft. So, wann gelingt es, das fünfte Foul von
Destiny Young anzuhängen. Diesmal nicht, aber Anna Owens geht zum Korb. Vorsprung bei 13. Oh, gut gehasselt von Maya Hood. Und der einfache Korbleger nach dem Stil. Chiara Egerhardt nimmt die Auszeit. Nach anderthalb Minuten gespielt. Chemcats konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. 58-45. Mit dem Erfolg würde man Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle herstellen. So, weiter geht's. Oh, da war auch Maya Hood fast schon wieder dran. Und wieder der Block von Klara Prischakova. Müsste ja Dritter gewesen sein, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. So. Schönes Anspiel auf Prischakova. Die kann wieder scoren. Hat wieder Destiny Young als Gegenspielerin, die hier noch ein bisschen mitwirken will und nicht ihr fünftes Foul riskiert. Sherbert. Oh, jetzt zieht sie mal das Foul. Der Wurf war weit weg. Prischakova mit dem dritten Foul und zwei Freiwürfe für Destiny Young. Mittlerweile sind es 17 Punkte Abstand. So, der Freiwurf fällt. Auch der zweite. Und der Ball natürlich über Prischakova. Hakenwurf, aber nicht mal in die Nähe des Korbes. Stil von Anna Owens. Die abstoppt, wirft und trifft. 64-47. Noch 6 Minuten 45 zu spielen. Rebound von Andelova nach diesem verworfenen Midrange-Jumper von Destiny Young. Und Maya Hood auf Klara Prischakova. Diesmal wird sie geblockt. Klara Prischakova noch die Finger dazwischen gebracht. Dreier, aber auch der ist weg.
Anna Owens mit dem Rebound. Ich finde, Destiny Young übertreibt jetzt ein bisschen. Offensiv-Rebound, Maya Hood. Schade. Unsportliches Foul von Andelova. Ah, da unterbricht sie den Angriff. Andelova mit dem dritten Foul. Noch 5:36 zu spielen. Destiny Young hat jetzt jede Menge Würfe genommen. Vergesst dabei ein bisschen ihre Mitspielerin. Lena Predaric an der Freiwurflinie. Verwandelt sicher den ersten. Auch der zweite passt. Destiny Young nimmt den nächsten Wurf, vergibt. Rebound ist bei Pirtinen. Schöner Stil von Hartmann, aber Schrittfehler gepfiffen. Da hat Jasmine Smith schön gestört, deswegen erster Schritt und dann das Dribbling. Chemnitz bleiben hier im Ballbesitz. Pürtinen geht zum Korb, legt dann ab auf Anna Young, Anna Owens. Nein, er fällt nicht. Rebound ist bei Destiny Young. Foul. Tritt das Teamfoul. Diesmal geht es an Anna Owens. Auch ihr drittes persönliches. Lauren Engeln. Schöner Spin-Move. Geht zum Korb, bekommt zwei Freiwürfe. Foul geht gegen Pirtinen, aber das ist ihr erstes. So, der Freiwurf sitzt auch 64:50. Vorsprung nur noch bei 13. Jasmine Smith geht zum Korb und erhöht wieder auf 15. Ja, der Floater passt. Und Amanda Davids nimmt die Auszeit. So ganz sicher ist das Ding noch nicht durch. Bad Aibling leistet hier noch Widerstand. 66:53, 13 Punkte der Abstand. Bei noch 4 Minuten 12, das ist durchaus im Bereich des Machbaren. Lauren Engeln ist, wie ich es mir schon gedacht habe, wieder etwas aktiver geworden. Ist jetzt mit 13 Punkten auch Topscorerin ihres Teams. Wir haben noch 4 Minuten, 12 Sekunden. Letzten Aktionen liefen alle über sie. Der Gastgeber.
11 Punkte Lindsay Sherbert. Und 10 Punkte Lena Pradaric. Bei den ChemCats sogar 4 Mann zweistellig. Mayo Hood 19, 16 Punkte Anna Owens, 12 Punkte von Jasmine Smith und 11 Punkte von Klara Prischakova. Lucille Perroche geht zum Korb und wird gefoult von Alina Hartmann. Hat jetzt an der Freiwurflinie die Möglichkeit, den Abstand wieder höher zu schrauben. Ja, der erste verspringt. Schade. Aber der zweite sitzt. Destiny Young war hier gut nachgegangen, hat sich den Offensiv-Rebound geholt und den einfachen Korbleger gehabt. Da gab es noch einen Foul zwischendurch von Lena Pradaric. Ihr erstes persönliches und einer uns. Dreier aus der Ecke und er passt. Und damit sind wir bei nur noch 9. 67-58. Noch 3 Sekunden, weiter Dreier. Nein. So, weiter die Möglichkeit für Bad Aibling hier zu verkürzen. Wir brauchen defensiven Stopp. Destiny Young. Mit dem Foul gestoppt. Gibt 2 Freiwürfe. Möglichkeit auf 7 zu verkürzen. So, dementsprechend wird das auch laut jetzt in der Auszeit. Amanda Davidson bis hierhin hörbar ist unzufrieden, dass das Team hier diesen doch komfortablen Vorsprung nochmal aus der Hand gibt. Hat vielleicht schon einen Haken ans Spiel gemacht und hat gedacht, lass mal so ausplätschern. Nee, nee, nicht mit den Fireballs aus Bad Aibling. Die hier die Chance haben, auf 7 ranzukommen. Bei 2 Minuten 40. Durchaus noch in Reichweite sind. Konzentriert weiter scoren. Der Freiwurf passt. Und dieser ebenfalls. So, 7 der Abstand. 67-60, noch 2,5 Minuten. Jasmine Smith gibt ab auf Maya Hood. Und wir sind bei 9.
Ender Owens ist auf der Bank. Und der Steal von Andelova. War ein ganz schlechter Pass auch. Jasmine Smith hat ja das Mismatch. Und ein unsportliches Foul gepfiffen. Gegen Lena Predaric. Ich habe es nicht genau gesehen. Hat vielleicht festgehalten oder ein Trikot. Weiß ich nicht. Habe es nicht genau gesehen. Zwei Freiwürfe für Jasmine Smith. Erster ist drin. Wir sind wieder bei 10. Es hat noch einen Freiwurf und dann gibt es noch Ballbesitz. Jawohl. 11 Punkte. So, 2 Minuten noch. Und Dreier von Lucille Perroche. 14 Punkte Abstand jetzt. Jasmine Smith hätte hier eigentlich auch scoren können, gibt aber nochmal raus an Lucille Perroche, die für 3 einnetzt. So, das war jetzt ein Foul, gepfiffen gegen Vera Pirtinen. Laura Ingeln, Lauren Ingeln bekommt hier 2 Freiwürfe. Noch 1,40, 14 Punkte der Vorsprung. ...74-61. Und wir sind bei 12 vor. Andelova bringt den Ball. Pirtinen hat den Ball und Missverständnis. Aber Meyer holt recht. Nein, sie stand mit dem Fuß im Aus. Schade. Dreier von Sherbert vergeben. Destiny Young holt sich den Offensivrebound und stellt auf 10. Letzte Minute läuft. Andelova beherzt zum Korb, aber wird geblockt von Destiny Young. 8 Sekunden noch auf der Shotclock. Und jetzt ist wieder die Anzeigetafel ausgefallen. So kurz vor Spielende. Schade. Jetzt muss natürlich das Ganze wieder neu gestartet werden. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Oh, das sind wir schon wieder. Jawohl, das ging schnell. Jasmine Smith. Nein, der war zu kurz. Jetzt muss es schnell gehen.
Bad Aibling braucht schnelle Punkte. Lauren Ingeln gibt ab, noch ab auf Lindsay Sherbert. Die scored für 3 noch 35 Sekunden. Wir sind bei 7. So, Foul gegen Lauren Ingeln. Teamfoulgrenze noch nicht erreicht. Gibt nur einen Wurf. Lena Predaric mit dem nächsten Foul. Jetzt gibt's Freiwürfe. Andrea Andelova kann wieder erhöhen. Der erste springt wieder raus. Aber der zweite passt. 8 Punkte der Abstand. Missverständnis zwischen Maya Hood und Jasmine Smith. Deswegen nochmal die Punkte. Das war jetzt das 5. Foul von Destiny Young. Um nochmal die Uhr anzuhalten, aber bei noch 7 Sekunden zu spielen und 6 Punkten Vorsprung. So wichtig für den direkten Vergleich jetzt, falls es später mal in der Endabrechnung dazu kommen sollte. Natürlich auch diese Freiwürfe noch. Von Lucille Perroche. Und er rollt raus. Und Jasmine Smith kann den noch versenken. Jawohl. 3er nochmal von der Mittellinie. Sogar noch fast erfolgreich von Lindsay Sherbert. Und da ist er jetzt in Sack und Tüten. Mit 78-69 gewinnen die Chemcats ihr zweiter Saisonerfolg. So, kleiner Blick nach vorn. Die Chemcats müssen am nächsten Spieltag nach Braunschweig zum Aufsteiger, die erst ebenfalls einen Sieg haben. Und die Gäste haben Heimspiel gegen Nördlingen am 1.12. So. Maya Hood mit 21 Punkten, Topscorerin der Partie. 17 Punkte steuert Jasmine Smith bei, 16 Punkte Anna Owens, 11 Punkte Klara Prischakova. Bei den Gästen ...17 Punkte von Lauren Ingeln, jeweils 14 Punkte Destiny Young und Lindsay Sherbert und 10 Punkte von Lena Predaric. Das nächste Heimspiel in der Schlossdeichhalle haben die Chemcats gegen Marburg, gegen den Tabellenführer am 16.12.